Ach, diese Schafe. Hey, guck mal, Feldrüben. Ladida, ich hol mir ein paar Feldrüben und der Bauer checkt es nicht. Jawohl, Gothic 2 und los. Und wir haben Dinge zu tun. Kavalorn, unser Freund hier, wurde von Banditen überfallen und... Hey, Ja. du! Die werden wir jetzt auseinandernehmen. Lass uns die Kerle aufmischen. Alles klar. Halte mir einfach den Rücken frei, okay? Jetzt werden die ihr blaues Wunder erleben. Alles klar. Los, Kavalorn. Die mischen wir auf. Dieses Banditenpack. Dieses Gesindel, was die Geschehnisse in der Kolonie überlebt haben. Ich bin schneller, da, 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 da. Nein, Kavalorn, vor. Misch dieses Banditenpack auf. Sie verstecken sich hier. Du wärst besser nicht hierher gekommen. Parier doch, du wärst besser nicht hierher gekommen. Parier doch, hey Brago. Das hast du verdient, Mistkerl. So, das wäre erledigt. Sie hätten sich eben nicht mit mir anlegen sollen. Dann kann ich jetzt endlich meinen Auftrag erledigen. Hab schon viel zu viel Zeit verloren. Was für ein Auftrag? Ja, ich muss erst in die Stadt und dann später. Ich weiß nicht, wie ich das alles rechtzeitig schaffen soll. Was ist mit mir? Warum eigentlich nicht? Du könntest den Brief in die Stadt bringen. Dann habe ich noch ein bisschen mehr Zeit, mich um meine Ausrüstung zu kümmern. Einer der Banditen müsste den Brief in seiner Tasche haben. Bring ihn zu Vatras, dem Wassermagier der Stadt. Du wirst ihn im Adanos-Tempel treffen. Er predigt dort den ganzen Tag. Sag ihm, dass ich es nicht mehr geschafft habe. Und wenn er dich fragt, wo ich bin, sag ihm einfach, ich bin schon zum Treffpunkt aufgebrochen, okay? Ach ja, eins noch. Kauf dir bei den Bauern erstmal ein paar anständige Klamotten. Sonst hält dich noch jemand für einen Banditen. Hier hast du ein paar Münzen. Jawohl, tausend Dank. Havalon ist der Beste. Da liegt ja ein Nagelknüppel. Können wir den anlegen? Jawohl, jetzt geht's los. Wir brauchen noch ein kleines Schwert. Die Nachricht eines Banditen? Ist das die Nachricht, die wir zu Vateras bringen sollen? Dann Kurzbogen. Ja, sehr gut, sehr gut. Was gibt's denn hier noch? In diesem Banditenloch ein Bett, das brauchen wir jetzt nicht, aber einen Dunkelpilz. Oh ja, Pilze nehmen wir alle mit. Wir haben sogar schon zwei Kurzbögen. Und immer noch keine Rüstung, aber das macht nichts. Da ist noch ein Dunkelpilz. Das macht nichts. Wir werden uns bald von den Bauern Kleidung besorgen. Oh Gott. Die Erzrüstung, sie war so schön und Uriziel und alles ist kaputt. Warte mal. Du erzählst uns jetzt noch mal ein bisschen was. Oder er bringt uns was bei. Aha. Ah, interessant. Wir sind wieder so stark wie beim ersten Teil, am Anfang. Erzähl mir mehr über den Ring des Wassers. Mir ist es eigentlich nicht erlaubt, darüber zu sprechen. Alles, was Aber... ich tun kann, ist, dich zu Vatras zu schicken. Er ist der Vertreter der Wassermagier in Korinnes. Am besten, du redest mit ihm. Sag ihm, du kommst von mir. Vielleicht nimmt er dich ja bei uns auf. Wir brauchen dringend mehr gute Leute. Na, Logo. Kannst du mir was beibringen? Sicher, das weißt du doch. Mensch, dir haben sie ja ganz schön zugesetzt. Du kannst dich an gar nichts mehr erinnern, was? Kann mich an alles erinnern. Ich will deine Fähigkeiten erlernen. Sicher? Was willst du wissen? Was hast du drauf? Einhandwaffen, Bögen und Schleichen. Nein. Ich fühle mich abgeneigt, sowas zu lernen. So machen wir uns auf den Weg zum nächsten Bauernhof. Es kann nicht weit sein. Und noch ein Dunkelpilz. Dunkelpilze. Und da ist dieser dreckige Bandit. Oh Gott, und er hat einen Wolf getötet. Hey, Bandit. Nein, das ist doch alles uninteressant. Er hat nichts Wichtiges zu erzählen. Da sind noch ein paar Heilpflanzen.
Gott, ich muss mich zurückhalten, nicht alles aufsammeln. Bremst dich, Dave, bremst dich. Aber ich kann nicht widerstehen. Dieses Grünzeug, es zieht mich so an. Wir machen Quick Save. Und, oh Gott. Das sieht mir nach einer großen, freien Fläche Land aus. Da hinten kreisen Blutfliegen. Oh, da ist noch ein Ding. Innos! Es ist eine Innos-Statue. Oh Gott, und wir können spenden. Aber wir spenden nichts an erfundene Götter. Das ist die Frage. Ogen? Gott, wir haben schon die erste gepult. Kleine Blutfliegen, besiegen wir euch. Es wird auch gelacht. Nein, sehr gut. Sehr gut. Es gibt auch nichts Besseres, wie den Bogen im Nahkampf zu benutzen. Damit haben wir auch schon unsere ersten Blutfliegen getötet. Baumstumpf. Und ein Typ. Oh mein Gott. Und ein unsichtbares Schaf. Sehr schön, sehr schön. Hey, Fremder. Ich habe gesehen, wie du aus den Bergen gekommen bist. Du kannst froh sein, hier nicht vor 3 Wochen vorbeigekommen zu sein. Wir hätten dich für einen entlaufenen Sträfling gehalten und mit denen haben wir kurzen Prozess gemacht. Du siehst ganz schön fertig aus. Was willst du hier? Ja, ich lag 3 Wochen im Koma. Ich wurde in den Bergen von Banditen überfallen. Dieses Dreckspack. Wahrscheinlich waren es dieselben Mistkerle, die letzte Nacht eins von unseren Schafen geholt haben. Du hast ganz schön Glück gehabt. Die meisten kommen nicht mit dem Leben davon. Ach ja. Die Banditen werden dir keinen Ärger mehr machen. Warum? Sind sie tot? Sie haben sich mit dem falschen Mann angelegt. Innos sei Dank. Hier, es ist nicht viel, aber du sollst es haben. Ich werde den anderen davon erzählen. Ey, cool, Wein. Ja, die Banditen haben sich leider mit Kavalon angelegt. Wir standen ja eigentlich nur daneben. Ich bin auf dem Weg in die Stadt. So wie du rumläufst, wirst du die Wachen bestechen müssen, damit sie dich reinlassen. Und du musst wissen, was sie hören wollen. Und das wäre? Na, zum Beispiel, dass du von Loberts Hof kommst und in der Stadt zum Schmied willst. Aber das wird dir nichts nützen. Du siehst nicht aus wie ein Bauer. Verstehe. Alles klar. Ich brauche bessere Ausrüstung. Kann ich mir schon vorstellen, aber ich sag dir gleich, zu verschenken haben wir hier nichts. Wenn du für das, was du willst, bezahlen kannst, wird Lobert dir was verkaufen. Ansonsten geh zu ihm und frag ihn, ob er Arbeit für dich hat. Mhm. Jetzt müssen wir auch noch einen auf Bauer machen. Wo finde ich Lobart? Na, auf dem Hof natürlich. Der Hof gehört ihm. Und komm ihm ja nicht krumm. Er hat schon so manchen Streuner von seinem Hof geprügelt. Aha. Challenge accepted. Ich muss weiter. Hallo, ich bin der Retter der Kolonie. Ich habe den Schläfer besiegt und jetzt soll ich einen auf Bauer machen, oder was? Oh Gott, der junge Wolf. Gut gemacht. Er macht Schaden. Aber wir haben gut ausgehalten. So, wo ist jetzt dieser Bauer? Lobert, wo steckst du? Wo befindest du dich? Och, diese Schafe. Hey, guck mal, Feld drüben. Ladida, ich hol mir ein paar Fell drüben und der Bauer checkt es nicht. Ladida. So, Bauer, Lobert, was geht? Warum treibst du dich hier auf meinem Land rum? Für wen bist du? Für die aufständischen Bauern oder für den König? Ich bin für Innos, also für den König, nein. Die Bauern. Ona, dieser verdammte Kriegstreiber bringt uns noch alle ins Grab. Was glaubst du, wie lange sich die Paladine das ansehen? Nach dem, was Ona sich geleistet hat, ist die ganze Stadt in Aufruhr. Wir können nicht für den König sein, weil er hat uns einbuchten lassen. Dieser Mistkerl. Ich brauche vernünftige Kleidung. Ich kann dir saubere Landarbeiterkleidung geben. Kannst du sie denn bezahlen? Du könntest einen Teil des Preises abarbeiten. Wenn, falls du jemand bist, der Arbeit sucht. Na logo. Ich suche Arbeit. Einen weiteren Knecht kann ich nicht gebrauchen. Aber für einen Tagelöhner hätte ich schon was zu tun. Ich meine, du kannst mir ein bisschen auf dem Feld zur Hand gehen.
Und es gibt auch sicher noch ein paar andere Dinge, die hier zu tun sind. Ich könnte dich mit Gold bezahlen oder dir ein paar gute Sachen zum Anziehen geben. Meine Sachen sind eine Menge wert. Ich kann sie dir nicht umsonst geben, aber ich kann sie dir billiger verkaufen, wenn du für mich arbeitest. So wie du rumläufst, solltest du die Klamotten nehmen. Wie auch immer. Das kleine Rübenfeld neben der Scheune muss abgeerntet werden. Ach, das habe ich ja schon halb abgeerntet. Willst du mich verarschen? Ich soll Rüben ziehen? Willst du mich verarschen? Richtige Männerarbeit ist wohl nichts für so einen feinen Herrn, was? Mach, dass du aufs Feld kommst oder verschwinde von meinem Hof. Jawohl, Lobert, zu Befehl. Er hat uns überzeugt. Wir machen Männerarbeit, die Arbeit eines Mannes. Oh ja, seh die Muskelkraft des Helden, wie er diese Rüben anpackt und aus dem Boden zieht. Eine nach dem anderen. Müssen wir jetzt echt alle Feldrüben ernten? Ach nö. Ach nö. Ich bin so verweichlicht. Ich bin so ein feiner Herr. Und wie viele haben wir jetzt? 25. Das sollte doch reichen, oder? Hey, Lobert. Bester Mann. Ich hab dir die Rüben mitgebracht. Hier hast du deine Rüben. Du bist ja doch zu was zu gebrauchen. Bring sie zu meiner Frau ins Haus, sie soll sie kochen. Was ist mit meinem Lohn? Ich kann dir 5 Goldstücke geben. Oder die Klamotten billiger verkaufen. Was soll sein? Natürlich die Klamotten. Mach mir einen besseren Preis für die Klamotten. Gut, ich werde sie dir für 10 Goldstücke weniger geben. Alles klar. Hast du sonst noch was für mich zu tun? Ich nicht. Aber du kannst meine Frau fragen oder die Jungs auf den Feldern. Vielleicht brauchen die Hilfe. Alles klar, ja dann. Auf zu Hilde. Ich habe eine Lieferung Feldrüben. Hilde. Hey, du. Schönes Kind. Ich habe hier ein paar Rüben für dich. Gut. Das sollte reichen, um die Kerle zu mästen. Wo du schon mal hier bist. Ich habe einen fahrenden Händler gesehen, der vor ein paar Minuten hier vorbeigekommen ist. Ich glaube, er hat auf dem Weg zur Stadt Halt gemacht. Geh zu ihm und sieh nach, ob er eine brauchbare Pfanne für mich hat. Alles klar. Hast du was zu essen für mich? Morgen kannst du dir wieder was abholen. Und wir haben Eintopf erhalten, obwohl sie keine Pfanne hat. Gib mir das Gold und ich gehe für dich zum Händler. Meinst du, ich kann dir trauen? Dass du mir das Geld ja nicht versäufst, hörst du? Niemals. Niemals, der Held ist ein Ehrenmann. Wir suchen jetzt mal den fahrenden Händler. Oder? Checken wir erstmal aufs Feld, was die Leute hier zu sagen haben. Jungs? Jungs, ich gehe zum Händler. Ach, du bist bloß ein Bauer. Ist auch nur ein Bauer. Immer diese... Hey, Vino! Was macht die Arbeit? Dasselbe wie immer. Viel zu tun, wenig Geld und mit ein bisschen Pech sind morgen die Orks hier und brennen unseren Hof nieder. Die Paladine des Königs haben die ganze Stadt besetzt. Aber ich glaube kaum, dass sie ihre Hintern hier rausschwingen, wenn die Orks uns überfallen. Ja, natürlich. Hallo, es sind Paladine. Kann ich dir helfen? Ich suche Arbeit. Hast du denn Ahnung von Feldarbeit? Was Hallo. Gibt's denn da zu wissen? Ich sehe schon. Ich denke, wir kommen hier schon zurecht. Wenn du für Lobert als Tagelöhner arbeiten willst, kann ich dich nur warnen. Er bezahlt Leute wie dich echt miserabel. Er hat mir angeboten, mir günstig saubere Sachen zu verkaufen, wenn ich auf dem Hof helfe. Ich habe zwar nichts für dich zu tun, aber du kannst mir und den Jungs was zu trinken bringen. Hol mir eine Flasche Wein. Und ich werde Lobert erzählen, dass du uns eine echte Hilfe warst. Guter Mann. Aber wie schlecht er von seinem Chef redet, das kann ich nicht befürworten. Wie hast du deinen Wein? Ich frage besser nicht, wo du ihn her hast, was? Ist ja auch egal. Ich danke dir jedenfalls.
Lobart wird von mir nur das Beste über dich zu hören bekommen. Der Wein war von einem von deinen Kollegen. Okay, Vino, gibt's hier noch mehr? Noch mehr, denen wir so tatkräftig zur Hand gehen können? Dieser Feldräuber braucht vielleicht Hilfe. Feldräuber, können wir dir helfen? Oh Gott, er ist aggressiv. Oh Gott, 20 Erfahrung, ich bin begeistert. Na gut, gehen wir zum Händler. Der hat bestimmt irgendwas Tolles. Oder wir schlachten ein Schaf. Na Kleine? Nee, da wird der Bauer böse. Das können wir uns noch nicht erlauben. Aber wir können noch ein bisschen Sachen einsammeln. Da. Und da ist ja auch schon der Händler. Und eine Hacke. Hey Händler, Handel mit uns. Sieh an, wen haben wir denn da? Den Held. Du bist auf dem Weg in die Stadt, habe ich nicht recht? Kann schon sein. Du siehst aus wie ein Flüchtling. Alle Flüchtlinge wollen in die Stadt. Du könntest sogar ein ehemaliger Sträfling aus der Minenkolonie sein. Mir ist egal, wo du herkommst. Aber ich glaube, ich habe ein interessantes Angebot für dich. Und was? Was hast du anzubieten? So wie du aussiehst, lassen dich die Wachen nie in die Stadt. Ich kann dir helfen, in die Stadt zu kommen. Ich habe hier ein kleines Stückchen Papier mit königlichem Siegel und der Unterschrift des Statthalters. Ein Passierschein. Mit dem Wisch in der Tasche kannst du so abgerissen rumlaufen, wie du willst, und die Wachen lassen dich in Ruhe. Interesse? Hallo? Nein. Wir lassen uns auf so einen blöden Passierschein nicht ein. Nein. Deinen Schein kannst du behalten. Da habe ich dich wohl falsch eingeschätzt, was? Naja, willst du was anderes? Kann ich dich für meine Waren interessieren? Na logo. Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. Wir brauchen eine Pfanne. Eine Pfanne, 20 Gold, einkassiert. Und können wir noch ein bisschen was von unserem Gerümpel loswerden? So ein paar Waffen, die wir überhaupt nicht brauchen, wie zum Beispiel das Wolfsmesser. Ah, schwere Äste können wir sammeln, die sind schön schwer. Dolche, Den Bogen brauchen wir auch nicht. Ich muss weiter. Von mir aus. Oh Gott, und es pisst. Nein. Und wir haben keinen Regenschirm. Wir werden klatschnass sein. Dann müssen wir uns auf jeden Fall erstmal in der Hütte wieder ein bisschen aufwärmen. Und vielleicht bekommen wir dann endlich diese Landarbeiterkleidung. Ja, ich bin so heiß drauf. Eine echte Landarbeiterkleidung. Hier ist deine Pfanne. Gut. Dann wollen wir mal sehen, ob sie auch was taugt. Jo. Dann schau mal, ob sie was taugt. Du hast ein Pult, das man nicht benutzen kann. Sehr schön. Auf geht's, Lobart. Lobart, bester Mann. Du stehst so im Regen und es macht dir nichts aus. Was kostet die Landarbeiterkleidung? Tja, mal sehen. Du hast für mich die Feldarbeit gemacht. Du bist meiner Frau zur Hand gegangen. Vino sagt, du warst ihm eine echte Hilfe. Ich meine, das will schon was heißen. Er hält sonst nichts von Tagelöhnern. Malet sagt, du hast uns die Banditen vom Hals geschafft. Die Mistkerle haben uns eine Menge Ärger gemacht. Dank dir sind wir sie jetzt los. 30 Goldstücke. Billiger wird sie nicht. Na, ja hallo? Gib mir die Arbeiterkleidung. In meinem Haus steht eine Truhe, da findest du saubere Sachen. Aber lass dir bloß nicht einfallen, noch was anderes zu nehmen, ohne zu fragen. Alles klar. 30 Goldstücke, diese Arbeiterkleidung. Sie ist ja wie geschenkt. Okay, das muss die Truhe sein. Ups, jetzt
habe ich auch aus Versehen mehr genommen. Mal gucken, was er uns dazu zu erzählen hat. Die legen wir erstmal an. Jawohl. Sehr gut. Schauen wir auch schon mal richtig massiv aus. Unsere erste Rüstung. Wir können uns noch ein bisschen... Wir könnten eigentlich sogar bis den blöden Regen hier ein bisschen abschlafen. Na, ja. Den schlafen wir zu Ende. Leute, wenn es regnet, immer erstmal ins Bett legen. Raus aus meinem Bett! Hey Hilda, chill dein Glied. Alles cool, alles cool. Ja, seht ihr? Und der Regen wart vorbei. Wir können jetzt mit dieser Landarbeiterkleidung noch ein bisschen eskalieren. Nochmal ein Save machen. Die Nummer 2. Dass wir noch ein bisschen Action in die Folge bekommen. Wo sind sie denn? Hallo? Oh Gott, zwei junge Feldräuber. Oh Gott, sie haben mich umzingelt. Jetzt. Krasse Viecher. Hey, da sind der Schalter versteckt. Und gibt's hier noch mehr? Gibt's hier etwa noch mehr? Ein Lederbeutel. Jawohl, geiler Scheiß. Und da hinten liegt ja noch etwas. Was liegt da nur so im Verborgenen? Es glitzert. Es lockt uns an. Es ist eine Steintafel der Lebensenergie. Doch wir können sie nicht lesen. Uns fehlt das Wissen einer vergangenen Zeit. Und hier wären noch ein paar Schalter. Wollen wir sie jetzt schon drücken? Nein. Wir drücken sie in der nächsten Episode, Leute. Haut rein!